Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zur Cyberia und ja, zurück hier zum Hafen von Baranur. Und wir haben jetzt die Stromverbindung hergestellt. Der Park hat Strom. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Schiff hier jetzt hier hochziehen können, damit die Strauße und alle den Laderaum verlassen können. Bin mal gespannt. Sollten wir mal Oskar helfen, die Kristalle abzuschleppen? Ich kann nichts tun, bis Sie meine Anhänger mit der Kristall verbunden haben. Das heißt, was für uns? Da ist doch so eine Winde. Hier kann ich scheinbar nichts machen. Hä? Was ist? Wieso komme ich da? Oder muss ich hier oben irgendwie was gucken? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Können wir mit den U-Calls reden? Bringen die was? Warum stehen die denn hier? Haben die da schon eine Verbindung hergestellt? Frau Catwalker? Nehmen Sie bitte das Kabel neben sich und verbinden Sie es mit dem Traktor dort drüben. Tja. Danke. Das? Was ist passiert? Seil verbunden, Oki. Aber nächstes Mal Sie Borut warnen, bevor Magie wieder reinmachen. Oh, tut mir leid, Herr Borut. Oh Mann. Oki, Frau Catwalker, kein Problem. Borut zäh wie altes Mammut. Ich hoffe es. Jetzt haben wir es verbunden. Ja, Catwalker? Läuft bei Ihnen alles gut, Oskar? Nun ja, alle nötigen Voraussetzungen scheinen erfüllt, damit ich anfangen kann, Catwalker. Na denn? Ja, Catwalker? Dann soll er mal fahren. Los geht's, Oskar. Versuchen Sie, nach vorne zu fahren. Nicht ganz sicher, ob so ein kleiner Traktor so ein Schiff da hochziehen kann. I don't know. Da bin ich mir nicht so sicher. Halt, Oskar! Halt! Es funktioniert nicht, Oskar. Wir ziehen die Kristalle nur tiefer in den Sand. Das ist in der Tat ärgerlich. Der Zug, den diese Maschine ausübt, ist viel zu horizontal ausgerichtet.
Es wäre besser, das Schiff von einer höheren Position auszuschleppen. Das Kabel würde schräg verlaufen und ihr Schiff würde gleichzeitig nach vorne und nach oben gezogen. Was für eine brillante Analyse der Situation, Oscar. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Nicht wirklich, Kate Walker. Aber Sie sollten weiter hinten auf dem Pier nachsehen. Können Sie das Kabel etwas lockern, sodass ich den Traktor dorthin fahren kann? Hä? Was ist denn das? Und jetzt haben wir es gelockert. Und nun? Ja, Kate Walker? Los geht's, Oscar. Versuchen Sie, nach vorne zu fahren. Und nun? Das Problem ist ganz einfach, Kate Walker. Sie müssen einen Weg finden, um die Kristall von oben abzuschleppen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Danke für die Erklärung, Oscar. Nicht der Rede wert. Ich hatte vergessen, welch immense Befriedigung es darstellt, Sie auf den richtigen Weg zu führen. Und jetzt? Alleine kriege ich das Kabel nicht ab. Frau Catwalker? Können Sie bitte das Kabel, das am Traktor festgemacht ist, mit dem großen Rad verbinden? Zu welchem Rad? Doc. Okay, Doc. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Irgendwie, wir sollen von vorne oben abschleppen. Und jetzt? Und nun? Weiter kann ich nicht vorfahren, Kate Walker. Nanometall, nicht gute Kesselmacher. Und jetzt, Leute? Von wo wird der denn bedient? Das muss doch irgendwo bedient werden. Kann man hier diese Leiter vielleicht benutzen? I see.
Ich schon gefragt, wofür das da ist. Okay. Ich sehe hier nichts. Oha. Auftrag ausgeführt. Hoffe ich jedenfalls. So, gehen Sie zurück zur Kristall. Das machen wir mal. Achso, so links müssen wir, ne? Genau. Also, wie das hier einfach so... Ja, mit bisschen Rambazamba haben wir die Kristall, glaube ich, hier hochbekommen. Ich glaube, wir müssen hier runter. Uiuiui, hier sind ja richtig viele, die sich gesammelt haben. Glückwunsch, Kate Walker. Dank dir kann unser Zug sich wieder auf den Weg machen. Perfekt. Danke, Kirk. Aber ohne die Hilfe des Stammes hätte ich das nie geschafft. Nanook Metall. Guten Tag. Todokan, hopp! Top, top! Feindselig. Gaku, taktok, metal, becknok, nanok. Laia, mozo, Oscar. Bek, esperitolo, kolet. Esperitolo, look. Was haben Sie ihnen gesagt? Gut aussehender Metallmann, kein Monster. Nicht gefährlich. Gut aussehender Metallmann. Sagen Sie, Ayahuasca, der gute alte Oscar scheint Sie ja schwer zu beeindrucken. Rein spirituelles Interesse. Aber Stamm brauchen Zeit, um an ihn zu gewöhnen. Er besser reisen in Schamanenjurte. Er wird hocherfreut sein. In der Zwischenzeit versuche ich, die Strauße rauszuholen. Alle sollen sich zum Aufbruch bereit machen. Frag mich, was aus dem Captain geworden ist.
Irre, die Kristallen. Eigentlich ein schönes Schiff, ne? Oh, Wahnsinn. Aber Madame, ich sagte Ihnen doch, ich bin in der Lage, Ihrer Karawane zu Fuß zu folgen. Schamanenjurte, sehr bequem. Gut aussehender Metallmann muss ausruhen nach allem, was er für Stamm getan hat. Oh, aber Madame, bitte, ich... Doc, Doc! Wahnsinn! Ihr Schiff ist hier. Aber wo sind die Amerikanerinnen und diese verdammten Wilden? Sie können noch nicht weit sein. Wenn sie verrückt genug sind, Baranur zu betreten... Die Strahlung wird unser Problem für uns lösen. Genau. Hammer. Die Soldaten, sie haben unsere Spuren entdeckt. Sie müssen denken, wir sind an der Oberfläche. Gut. Du hast recht, Kate Walker. Ich... Kamlek, Kamlek, Migab. Kirk, schau da drüben. Was sind das denn? Sind das Fledermäuse? Was ist das? Ich gehe nachsehen. Warte hier auf mich. Den Tunnel, schau mal. Was ist das hier? Moment. Nee. Oh. Sind das Fledermäuse? Mistviecher. So einfach kommen wir da nicht durch. Besprechen wir mal die Lage mit Kirk. Gut. Wir haben ein Problem. Ja, wir haben es gesehen. Frau Kate Walker muss Weg für Karawane schnell freimachen. Ich würde mich jetzt wirklich über eine gute Idee von Ihnen freuen, Ayahuasca. Wenn Frau Kate Walker findet etwas, um Fledermäuse zu erschrecken, sie gehen sicher nach draußen. Gut,
Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Kate Walker. Call zur Hilfe, wenn du uns brauchst. Wir können dir bestimmt helfen. Gut. Entschuldigung. Wie Sie sicher gesehen haben, versperren uns Fledermäuse den Weg. Ich habe mich gefragt, ob Sie wissen, wie wir sie verjagen könnten. Ich habe keine Ahnung. Dann weiß ich wenigstens Bescheid. Ja. Dann bis bald. Leute, das ist ab und an echt anstrengend, ne? Seewasser. Katharina hatte recht. Okay. Ach, das sind Lichter. Und nun? Weiter, Frau Kidwalk. Sehr gutes Holz. Doc, geschenkt. Geschenkt. Danke, aber was soll ich damit tun? Problem mit Fledermäusen, hm? Frau Kidwalk kann sie mit Wurzel treffen. Da. Piff, 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 piff. Ich denke, es kann nichts schaden, es zu versuchen. Sicher. Geh eher mal nicht davon aus. Seetank? Angst vor kleinen Vampiren. Schauen wir mal noch mal drüben nach. Bonok mag Frau Kidwalker? Wissen Sie, wie ich die Fledermäuse verscheuchen könnte? Sie denken. Kleine Vampire, sehr dumm. Sie erschrecken. Danke für den Rat. Wie geht es den Straußen? Sie Angst vor kleinen Vampiren. Solange sie da, Strauße nicht wollen weitergehen. Und dann sie Hunger kriegen. Jukol müssen schnell finden, Weide. Ist alles in Ordnung? Duck, duck, Frau Kidwalker. Aber noch mehr Ordnung, wenn Stamm wieder unterwegs. Okay. Gut,
Ich gehe mich um die Fledermäuse kümmern. Der wird uns jetzt nicht viel sagen können und wir machen in der nächsten Folge weiter, Frau Kate Walker. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Freddy.